Curious. Hallo, ich bin der GameMob. Herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher. Teil 35. Wir sind da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar an der Brücke. Und was wir als nächstes machen wollten, ist mir jetzt gerade nicht klar. Was habe ich? Ja, ich habe jetzt aktiv markiert. Ort. Ich glaube, da hatte ich das letzte Mal schon geschaut. Er bat mich, um die Erscheinung zu töten, die den dritten Kreis heimsuchen. Erklärt mir, wie ich. Der Einsiedler wohnt doch. Der lebt doch in den. Oh, das Bild hat gerade etwas seltsam gewackelt, aber okay. Der Einsiedler lebt ja im Kornfeld, glaube ich. Moment, noch keinen Sinn. Aha, das sind Wölfe. Genau, hier steht dem. Stimmt, das ist nämlich falsch beschriftet. Stimmt, das ist. Entweder ist es ein Bug oder. Also einfach ein Fehler, der halt passiert ist. Kann immer mal passieren oder. Es hat irgendeinen anderen Grund. Jetzt wird mir auf einmal hier der Ort angezeigt auf der Karte. Seltsam. Es läuft, es passt gut. Na, jetzt steige ich natürlich eine Stufe auf. War mir jetzt irgendwie fast klar. Ein Ort der Macht. Ihr habt einen Ort der Macht gefunden. Ach, mach ich doch mal. Ritual der Magie zeigt Intensität um 100 erhöht. Praktisch eine Feuerstelle.
Ja, mei. Das habe ich schon. Also das war irgendwie gerade toll, man hockt sich ein Monster greift an. Bei dem Spiel möchte ich hier mit dem Mausrad komplett rauszoomen, aber es geht ja bei dem Spiel nicht. Die Alraunwurzel wird natürlich genommen, dann können wir und wo muss man die einsetzen? Ich glaube, dann ist der Druidenkreis. Ja, das ist auch so typisch, nimm das, bring es dahin und mach das damit und dann passt das. Quest. Jetzt. Ja, wahrscheinlich war das gemeint, die Druidenlaterne. Weil das hier ist ein Kreis. Oder brauche ich mehr Wurzeln? Thank you.
Ja, ich habe das gemacht, also müsste es ja passen. Außer ich brauche mehr Alkohol. Weiß ich natürlich nicht. How can I help? Remind me what to do. Slay 9 phantoms within the Druid's Ring. They only appear at night. The King of the Hunt is the fiercest of them. How do I handle him? Find Mandrake Root by the Kurgans near my hut. The magic herb will keep the King of the Hunt at bay. Merely light the candle that stands within the ring and sprinkle Mandrake upon the flame. Yeah, that sounds helpful. Könnte es sein, dass ich da einfach bloß noch Feuerzeichen benutzen müssen? Das wäre dann, glaube ich, das, wenn ich mich nicht geirrt hätte oder habe. Jetzt muss ich warten, bis es Nacht wird. Ah, ich werde nicht warten, ich werde einfach irgendwo gut, ich gehe zur nächstbesten Feuerstelle, um es etwas zu beschleunigen. Ich sollte speichern, nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Man speichert nicht, dann wird man platt macht und dann, warum habe ich nicht gespeichert?
Okay, ich sehe sie schon. Ratter, 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 ratter. Das war der falsche Knopf, so. Home to me. Okay, das ist ziemlich... Ich hab noch eine Chance. Okay, doch nicht. Es ladet ganz schön lang dafür, dass jetzt nicht so viel passiert ist. Und dass mir gerade was runtergefallen ist. Naja. Passiert. Das Bild habe ich aber auch noch nicht gesehen gehabt, glaube ich. Warum läuft das so dreh? Toll.
Ja, jetzt durch den Spielstand ein bisschen früher anwählen und wird dann einfach mal Trank benutzen und dann nochmal versuchen. Ah, okay. Das wäre dann vielleicht praktisch. Und was war das? So, wen sonst noch? Achso, das ist hier in dem Bereich dann, okay. Dann
Sehr interessanter Effekt, aber okay. Sehr interessant und eigentlich sehr praktisch. Ja, da kann man in Kämpfen nicht speien, das wäre manchmal sehr praktisch. Ja, man könnte dann einfach mal sagen, gut, ich habe jetzt den Teil geschafft, dann wäre das nicht das Problem. Aber dann wäre es auch ein bisschen einfach. Flaschen schließen ist halt auch nicht so einfach. Die muss er einsetzen. Eigentlich nicht das, was ich wollte. Achso, okay, gut. Thank you.
Oh, das war ziemlich schwer, ging aber eigentlich. Alles eine Frage der Technik. Was ist das? Todesstaub, ein Teil von Rebus. Erstmal regenerieren hat nicht Vorteile. How can I help? I finished the job. The wild hunt is gone. Splendid. I'm grateful. Which reward do you want? Ach so, genau. People. Oh Gott. I'll take the vampire book. May it serve you well. Thank you. Please, also take this sack of holy salt. Carry it on you to fend off phantoms. It might prove useful. Kannst du noch völlig nach dem Thema? Nein, das ist nicht meine Truppe. Nein. Das Buch enthält Informationen über niedere Vampire, Flatterer und Garkin sowie höheren Varianten Alps und Bruxei. Es beschreibt Methoden des Kampfes gegen Bluttrinker und zerstreut Mythen, die sich um diese Ungeheuer ranken. Erstmal speichern. Hat ja auch lange genug gedauert. Yes?
good. I'll see you later. Was haben wir denn Schönes? Das ist ein schönes Bild. Das verstehe ich so nicht. Man könnte die ganzen Ladebildschirme auch toll als Wallpaper-Sammlung zum Download stellen. Außer die haben es schon gemacht und ich habe es nicht gesehen. Ich meine natürlich legal und alles. Ah, Wolfspelz. So, da bin ich wieder. Ah, ich musste kurz was machen. So, weiter geht's. Wo war ich denn? So.
Naja, der greift mich an, also greife ich ihn an. Ich stört ihn nicht, dass hier gegen einen kämpft. Das hat ihn nicht gestört, der hockt am Lager von der Tür. Nö, was interessiert mich das? Was nicht zum Looten ist das. Auch nicht zum Looten. I've taken Berengar's job. Tell me about this conflict. We underwater live deep. We lady love, yet not all. Many Dagon love, lady leave. The humans kill. I plead your sword, Dagon, dis love. I give reward. I see. Big blood bovine in village, Dagon for come. Dis love Dagon, my give reward. Something sword, something wonderful. You want me to steal the cow and use it to bait Dagon? Dis love big blood bovine on altar. Dagon come from deep. I'm supposed to kill it on the altar. Prefer human sacrifice. Urarlalu. Ich werde drüber nachdenken. I'll think about it. Das ist dann schon ziemlich interessant. Wenn man drüber nachdenkt, die Kuh hinlocken, platt machen oder anderweitig arbeiten.
gesagt, Neo. Schon so spät. Ja, hier beende ich jetzt diesen Part. Der ist leider etwas kürzer, aber ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und tschüss, bis zum nächsten Mal.